Hallo, wir arbeiten weiter. Das Mal gehen wir auf Handbefreiungen ein. Man darf das nicht so ein bisschen zu genau nehmen, weil es gibt viel simplere Handbefreiungen. Aber die hier ist ganz speziell, weil sie ein bisschen Fertigkeit braucht, die ich natürlich in anderen Zusammenhängen im Kampf sehr gut brauchen kann. Also nicht isoliert die Bewegung anschauen, sondern tatsächlich kann ich sie in anderen Situationen auch brauchen. Ganz eine typische Handbewegung, die ich in unseren Hungarformen immer wieder habe. So einatmen, ausatmen. Das gehört auch so ein bisschen zum Drachenstil. So bei uns im Hungar, das gehört eigentlich zum Drachen. Wir schauen das jetzt gerade schon mit dem Partner an. Der Partner hebt meine Hand, ich ziehe das zu mir und pushe es wieder vor. Je härter er hebt, umso besser für mich. So viel Spass beim Üben. Wenn irgendetwas nicht klar ist, unten hineinschreiben, ich versuche das zu beantworten.